It's time. Get over here. All right, I'll start packing up. Now, Javi, you need to hurry. Look, I'm not giving you shit, okay? I'm just... You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but you need to fucking be here when he goes. I know. All right, I'm on my way. David! It's David, hey! Hey, David, I had to leave my car. Traffic's just, it's backed up for miles. He's dead. No, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. I tried. Please, I tried. Oh, you tried? You fucking tried? Everyone's here. They've been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there, right beside him, holding his hand. Like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? Well, go on then. Hit me. All right, if it makes you feel better. I deserve it. So you go ahead. Yeah, I intend to. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. What's going on? Don't worry, Gabe. We're just horsing around. Just a joke between brothers, you know? Yeah. Your uncle doesn't know how to take anything seriously. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. I should call someone, pick up the body. Yeah. I love you, little brother. You know that, right? With everything going on, I know. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. I know. You're right. I won't even argue. I'll be around more, honestly. You can count on it, huh? I want to believe that. I do. Javi. Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Let's go inside. Your mom needs you. What happened? Come on.
Mama. Where were you? I tried. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Pipo's awake. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu The Walking Dead Season 3. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabrielle, where's your sister? Keys! Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. Bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana! ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey. We have to go. No, no, no! 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 It's okay. No! It's okay. County General Hospital. I know the way. Tell me when it reaches the campfire. I think we should probably get going. We will.
I just need to know how fast they're moving. Damn it. I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Looks like the herd is speeding up a little. I thought it was drifting southwest, but I'm not sure anymore. Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. Makes it feel like we're in control. We should keep moving. It worked for us so far. As long as we stay supplied, we're fine. Yeah, maybe you're right. The van isn't so bad. We'll figure it out. We always do. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. You really think we should be smoking now? Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. You want some? Yeah. Okay, sure. We are setting an awesome example. Ist doch, ist glaube ich jetzt egal, oder? Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but you know, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least you'd hope that being around the kids more would change me, you know? I suppose it did. Do you miss him? I think about that a lot. Honestly, I'm not sure. I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. I'm joking. Jesus, obviously. Look, I didn't sign up for this either. Sometimes life decides for you. That sounded deep, didn't it? No, it didn't. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. He's a teenager. Puberty, hormones. Oh yeah, the second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Okay. I realized that was an awkward transition. Sorry about that. Oh, I can pull over. It wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. What's that smell? That's gross. Hey, Mariana, shouldn't you be, sleeping or something? I already know you guys do drugs. That's,
pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Ugh. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana, not want. Pretty much everything. If it looks useful, let's use it. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Where are you going? Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Well, that makes two of us. But we're stuck with him, so... At least you have your headphones. Yeah, but... The batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. You sneaky little... That's smart. That's pretty smart. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you'd find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. Und endlich komme ich mal zum Wort. Ja, mit Hilfe der Maus kann ich mich umsehen und mit WASD kann ich mich bewegen. Ja, kurz zusammengefasst, was ist alles passiert, beziehungsweise wo ist Clementine? Würden jetzt einige von euch fragen. Clementine, die werden wir bald wieder sehen. Also, wenn ihr jetzt Clementine vermisst, kann ich beruhigen. Das dauert nicht mehr lange, dann sehen wir sie wieder. Wir spielen hier einen neuen Hauptcharakter, Savi. Also, was ist passiert, das haben wir ja gesehen. In der Vergangenheit, das kommt ungefähr, dass das 6 Jahre oder 5 ungefähr her sind, als das passiert ist, mit seinem Vater, wo wir zu spät gekommen sind, da hat uns der Bruder David ja zur Sau gemacht vor der Haustür, so nach dem Motto, warum kommst du jetzt erst so spät, wo wir uns quasi eine Ausrede einfallen müssen. Der Vater von ihm lag in Scherben und wir waren die einzige von der Familie, die quasi nicht da waren. Und das wurde uns richtig böse übel genommen, was man auch durchaus verstehen kann. Ja, und die Mutter ist dann von dem Vater, weil er wieder zum Leben erweckt worden war, als Zombie natürlich, gebissen worden. Dann haben wir uns, dann hat man sich getrennt zu zweit. Wir haben quasi die zwei Kinder mitgenommen. Einmal das Mädchen Mariana und einmal der liebe Gabriel.
Gabriel ist momentan in der Pubertät, haben wir erfahren, und sie wahrscheinlich kurz davor. Also von der Zeitschiene kommt das, glaube ich, ungefähr hin. Und wir sind ja nun auf der Durchreise jetzt schon einige Jahre unterwegs. Man merkt das ja auch mittlerweile, dass schon einige Jahre vergangen sind, so wie er gegen den Zombie gekämpft hat, hat man das ja schon wahrgenommen. David war der Bruder, den werden wir nie wiedersehen. Zumindest nicht in den ersten zwei Episoden. Momentan nach aktuellem Scan sind nur die ersten zwei Episoden draußen. Da hinten ist noch Kate, mit der können wir auch nochmal sprechen. Das ist quasi die erste Möglichkeit, wo wir mit den Leuten sprechen können. Wir suchen Vorräte momentan, weil unsere, ja, neigen natürlich auszugehen. Und man hat auch schon gemerkt, die ganzen Clicktime-Events sind ein bisschen grafisch anders dargestellt, als das noch im Vorgänger der Fall gewesen war. So, das war jetzt so ein bisschen die gesamte Story. Die Episoden sind ein bisschen kürzer. Im ersten Gespräch habe ich mich jetzt mal nicht eingemischt, um euch so ein bisschen, damit ihr einfach ein bisschen die Story mitbekommt. Das werde ich jetzt aber im Laufe des LPs weniger machen. Das heißt, ich werde auch wieder zwischendurch mal in den sogenannten kleinen Cutscenes dazwischen reden. Da die Episoden deutlich kürzer gehalten sind, als das noch in den ersten zwei Episoden der Fall war. Also nicht wundern, wenn ihr pro Episode vielleicht nur 3 bis 4 Parts habt. Das ist ganz normal hier. Davon gehe ich eigentlich schon fast aus. Wir können uns erstmal hier ein bisschen umsehen. Und ja, das war eigentlich die Vorgeschichte. Ich bin schon gespannt, wie die meisten reagieren werden, wenn wir Clementine wiedersehen. Das fand ich so episch und das kommt auch bald. Also wir suchen jetzt hier Vorräte. Ich möchte eigentlich noch nicht so viel spoilern, weil wahrscheinlich wieder hier ein Cut gewesen ist. Weswegen wir uns erstmal hier so den alten Schrottplatz uns angucken können. Die Steuerung ist gleich geblieben eigentlich, wie in den Vorgängern. Zumindest bei der PC-Version. Die PS4-Version habe ich zuerst gespielt und dann die PC-Version, weil ich gemerkt habe, oh, auf Steam gibt es ja auch auf Deutsch. Habe ich mir gedacht, okay, kannst du machen. Mit Shift halten, um schneller zu gehen, das ist auch geblieben. Man kriegt quasi noch ein klares Tutorial, falls man die ersten zwei Teile nicht gespielt hat. Auch wie ist es wieder möglich, den Spielstand zu importieren. Quasi, wenn man Season 1 und Season 2 gespielt hat, dann ist das durchaus möglich. Das geht auch konsolenübergreifend, so viel ich weiß. Also wenn ihr zum Beispiel von der PS3 gespielt habt, müsste die Daten auf der PS4 übertragbar sein. Das geht irgendwie. Telltale Games hat da irgendwie was angeboten. I can't stop thinking about that herd. We get caught in it and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Hey, don't think about that. We're careful, we're smart. We'll stay ahead of them. Luck runs out just as easily as gas. Ja, genau. Benzin geht deutlich schneller aus. A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next. And the next. We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. Okay, 5 minutes gibt er uns. Oder gibt sie uns. Also wir haben wohl die Jahre überlebt, immer wohl nach dem gleichen Schema, so wie es offensichtlich aussieht. Mit Marianne kann ich da vorne auch noch reden, das werden wir auch noch mal kurz machen. Wir können uns jetzt auch viele Sachen ansehen. Wir müssen erstmal Benzin finden, das ist das eine. Aber auch das andere ist auch wieder mit den Leuten zu erzählen, um deren Geschichte ein bisschen zu... Einfach die Vergangenheit wieder zu erfragen. Das ist ja auch so ein bisschen interessant an The Walking Dead. Was mich zum Beispiel interessiert, ist einfach die Vergangenheit von Clementine, wie sie... Hey. Any luck, kiddo? Dass er alles erlebt hat. Or a pencil. Just something to write with. A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen for it. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized... I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Cause if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. You're better off leaving the past where it is. Otherwise, you never stop looking backwards. Looks a whole lot better than what's in front of us. I'll help. In a minute. In a minute. Okay.
Und wir haben eine Taschenlampe, die ist so geil. Oh, Taschenlampe. Okay, sie will einen Kugelschreiber, werden wir wahrscheinlich hier nicht finden. Habe ich die Fässer schon angesehen? Weiß es jetzt gar nicht mehr. Nein, haben wir nicht. No use to us. Können wir nicht gebrauchen. Also die Geschichte von Clementine interessiert mich ganz besonders. Ja. Aber auch seine Geschichte finde ich nicht so uninteressant. Weil es ist mal aus der Sichtweise passiert, eigentlich haben wir ja gesehen, wo es eigentlich alles angefangen hat. Man wusste eigentlich noch gar nichts darüber. So kam es ja auch rüber und es wurde auch richtig geil dargestellt. Acetylene. Handy for welding, but not much else. Dann hat er ja quasi auch den Vater umgebracht, ja. Hat da einen Teil aus dem Bett rausgerissen und dann die Schirme mit der Schlange schön drauf. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Ja, und er ist so ein bisschen in der Pubertät, momentan schwierig so zu handhaben. Viele Schreits offensichtlich auch. Können wir das Auto wirklich absaugen? Ein Auto konnte man hier absaugen, oder kann man absaugen. Come to Papa. Und da muss man auch, ja genau, wieder schön Quicktime-Events machen. Ach, ist doch herrlich. Barely anything. I'll need to find more. Auch hier muss man natürlich wieder Entscheidungen treffen. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, oder? Ja, habt ihr schon länger gesehen, aber auch wieder schwierige Entscheidungen, die zum Teil echt nicht ohne sind. Kann ich euch jetzt schon mal drauf gefasst machen. Natürlich sind wir auch Zombies unterwegs. Wer hätte das nicht gedacht? So, jetzt aber. Und einmal E und nochmal E und nochmal E. Oh, schöne Perspektive hier. Man schaut aus einem anderen Auto raus. Nice, einfach nur nice. Ach, not much. But every bit helps. Richtig, jeder Liter zählt quasi. That could hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Ich denke aber, dass wir nicht so lange bleiben werden, ja. Weil wenn das wirklich ein Schrottplatz ist, haben wir zwar einen Sound außenrum, aber wir haben nur einen Eingang. Und wenn der Eingang dann blockiert wird von Zombies, haben wir wieder ein großes Problem. Reservereifen, was setzen davon? I don't think these tires would fit the van. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Die Reifen müssen ja dazu passen. Da hinten ist eine Leiter, können wir hochgehen. Aber vorher möchte ich mal gerne hier mit dem, ja, doch schwierigen Gabe oder Gabriel sprechen. Ich habe mir eigentlich... Ne, Gabe habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir die Namen vorhin mal aufgeschrieben, sonst vergesse ich die wieder schnell. I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but he won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages, and it ain't my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Jo, dann lassen wir den mal lieber wieder weiter rein. Truck. Im Truck ist doch meistens ein bisschen mehr Benzin drin. Weil die sind auch immer so offen gelegt. Bingo. Bingo. Ganz viel oder was? Obwohl ich nur dreimal drücken musste. So. Jetzt haben wir da hinten noch eine Leiter. Die werden wir uns auch noch anschauen. Boah, ich freue mich so sehr, das Spiel gerade zu spielen. Oh, ich habe den... Wo ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, ich war begeistert. Ich war einfach nur begeistert und ich bin immer noch begeistert von dem Spiel. Und jetzt würde ich es jetzt nicht schon im Anschluss wieder nach der zweiten Season spielen. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Da gebe ich dir sogar ausnahmsweise mal recht, dass das nicht stabil aussieht. So, hier haben wir eine Leiter. Da können wir auch hochklettern. Looks like there's more to see up here. Ich klettere hoch. Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe! Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Bleib in Harveys Nähe. Alright. Können wir gerne machen. Also Javi, der ist mir sympathisch, ganz einfach. Und sie auch. Ja? Also sie sind schon sympathisch. Es hätte durchaus schlimmer sein können. Dass man einen Hauptcharakter zum Beispiel spielt, der einem nicht sympathisch ist. Aber, ne? Der ist, Hey, look. Auf einer Augen, auf einer Wellenlänge, wollte ich jetzt schon sagen. Aber das passt nicht so ganz. Catch. Das passt nicht so ganz.
Okay. Da ist ein Krankenwagen, würde ich jetzt sagen. Ja, so sieht er auch aus. Machen wir erstmal die Tür auf, falls sie überhaupt aufgeht. Shit, locked. Still might be gas in the tank, though. Okay. Da wird doch irgendwie was gleich was hier. Jetzt machen wir den Tankdeckel auf. Savi, mach das Shit. Bitte. Ja, natürlich. Aber. Here goes nothing. Wir haben ja ein schönes Werkzeug. Okay. Drücken und nach unten. Fuck yeah. Und dann absaugen. Los geht's. Wir brauchen Benzin, 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 Benzin. Jawohl, da ist viel drin. This is gonna take a while. Okay, das wird eine Weile dauern, deswegen lässt du das einfach mal da dran. Kann ja sein, dass ein Zombie kommt oder irgendwas anderes. Hier gibt es nichts. Können wir mit ihm nochmal reden? Ich glaube nicht. Nein, können wir nicht. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Shit. Die Tasten sind gleich geblieben. Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Gut, und das Benzin mit dem Kanister lässt du dort. Alles klar. Es kann ja sein, dass hier noch jemand ist. Das wissen wir ja auch nicht. Wie zum Beispiel in dem Wohnwagen. Ja. Was ist das? Kein Wohnwagen. Das ist eine Wohnwagentür, ist eher ein Haus. Aber ich möchte eigentlich nicht durch den Haupteingang gehen, aber wir können uns das mal ansehen. Er schaut im Auto nach, okay. Rechtsklick zum Verlassen. Erstmal durchs Fenster schauen. Might be able to get in through the hatch. Ja, wir versuchen es trotzdem mal. Locked. Ist abgeschlossen. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen in der Regel. Wir müssen durch die Luke da irgendwie rein. Durch die Luke müssen wir irgendwie da... Ich wollte jetzt nicht nochmal hoch. Nein, ich will hier runter. Also wir müssen irgendwie da runterkommen. Und zwar hier unten, durch das Brett. Das Brett, das habe ich nämlich schon wahrgenommen. Da ist nämlich ein kleiner Eingang. Und da können wir durch das Loch kriechen. Ja, genau. Ein Erwachsener passt da gerade so durch. Und da haben wir dann... Genau. Die Luke, die wir vorhin gesehen haben. In der Hoffnung, dass die offen ist. Ja, die ist offen. Gabe, come check this out. Vorräte! Oh, no muertos, at least. Just be careful. Okay, wir haben es geschafft, hier reinzukommen und hier sind Vorräte. Ein Bett ist hier auch noch, das heißt, hier haust noch irgendjemand. Wow, this place is decked out. Also hier wird noch irgendjemand sein. Wir kontrollieren trotzdem auch die Schubladen und so weiter. Hey, das sind Batterien. Für die liebe Marianne, für ihre Kopfhörer, okay. Dann haben wir noch Regale hier. Wir betreiben hier ein bisschen Diebstahl. Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Und da kommen die beiden Frauen. Oh, check it out. This is actual, honest-to-God, pudding! Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Someone else's Zwei Matratzen. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Ich würde mich ja auch nicht sicher fühlen. This place does have a funny feeling about it. And if Muertos were to somehow surround us... Great. Now I'm officially creeped out. Come on, one night! We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. Jetzt ist die Frage, geht man das Risiko ein oder nicht? We should go and get ahead of it
before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Javi, can we? We could stretch out. Das ist die erste Scheißentscheidung eigentlich schon, ja? Come on, you know it's not a big deal.